Hallo, ich bin Johannes Oerding. Wir sind beide von Eskimo Cowboy. Wir sind die Atzen. Hi, das ist Ray Garvey und ich bin jetzt bei Stuggi TV. Stuggi TV, deine Stadt, dein Sender. Sie ist erst 15 Jahre alt, aber die Ziele sind gesetzt. 2020 will sie nach Tokio. Aber nicht einfach nur, um Urlaub zu machen. Zu den Olympischen Spielen will sie. Noemi Peschel ist heute bei uns zu Gast und wir freuen uns riesig. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch. Ja, allgemein, du bist rhythmische Sportgymnastin. Wie oft trainierst du? Erstmal so grundlegend. Also ich trainiere 6-mal die Woche. Also jeden Tag außer Sonntag. Wie machst du es dann mit der Schule? Also eigentlich trainiere ich nicht in der Schulzeit, außer am Donnerstag, da gehe ich die ersten 2 Stunden nicht in die Schule und dann ist es halt immer ein bisschen stressig. Und auch nach dem Training, Hausaufgaben ist immer so ein bisschen kritisch, weil wir trainieren bis 8, 9 Uhr, aber kriegt man hin. Geht trotzdem. Wunderbar. Viele von unseren Zuschauern kennen dich vielleicht jetzt von Deutschland tanzt bei ProSieben. Was nimmst du aus der Zeit mit? Also es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, auch mit meiner Mama mal was zusammen zu machen, hat uns auf jeden Fall total zusammengeschweißt. Und auch vor Publikum was zu machen, also in der rhythmischen Sportgymnastik muss man sich auch präsentieren können. Und das hat mir auf jeden Fall viel gebracht und die Nervosität vor Menschen was zu machen ist auf jeden Fall nicht mehr da. Du hast eben deine Mama schon angesprochen und dadurch ist wahrscheinlich auch der Bezug entstanden zur rhythmischen Sportgymnastik. Gab es nie eine andere Sportart für dich? Nein, also es war schon immer rhythmische Sportgymnastik. Sie hat mich schon seit klein auf immer mitgenommen in die Halle, weil sie ja selber Trainerin war. Und deswegen war für mich immer rhythmische Sportgymnastik die einzige Sportart. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, es sind ja ziemlich viele Mädchen dort. Viel Zickenkrieg und auch viel Neid mit dabei oder spürst du da nichts? Nein, bei uns läuft alles gut, wir sind alle miteinander befreundet. Klar, es ist manchmal so, ja, also 12 Mädchen in einem Haus ist schon mal ein bisschen so kritisch, aber eigentlich lieben wir uns alle und es ist alles gut. Es ist bei Sportlern in der Regel eigentlich immer so, dass viel Druck mit dahinter steckt. Wer macht dir am meisten Druck? Du dir selbst, dein Trainer, deine Eltern, deine Mama, dein Papa? Also ich mache mir am meisten selber Druck, weil meine Mama sagt immer, ja, alles gut, mach dir nicht so viel Druck. Und ich bin immer so, oh mein Gott, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt schaffen. Also meine Mutter, meine Familie, meine Trainer beruhigen mich eher, anstatt dass sie mir Druck machen. Deine Mutter war ja sehr, sehr erfolgreich. Fragst du sie manchmal um Rat oder beneidest, also bist du neidisch auf sie manchmal oder? Nein, also ich bin nicht neidisch auf meine Mutter, aber ich finde es schon schön, was sie so alles kann und ich frage natürlich öfters bei ihr um Rat, wie sie das gemacht hat, wie sie es so gut geschafft hat, auch das alles durchzustehen mit Schule und Training, also sie weiß da auch ziemlich viel drüber. Wenn du jetzt nicht gerade hier in der Turnhalle oder im Fernsehstudio, wie du gesagt hast, stehst, was machst du dann? Ich mache sehr viel mit Freunden, ich gehe gerne ins Kino und ja, Freunde sind für mich auf jeden Fall auch sehr wichtig. Oder ich fahre nach Hause am Wochenende zu meiner Familie und ja, mache mir eine schöne Zeit. So oft zu Hause? Ja, also so jedes zweite Wochenende. Ich mache immer so Change mit Familie, Freunde. Ich habe es in der Anmoderation schon angesprochen, Tokio 2020, war das dein Ernst? Also da bist du ja dann 18 gerade so, ja. Oder? War das dein Ernst oder was für Hürden musst du bis dahin noch nehmen? Also klar war es mein Ernst. Ich glaube, das ist das Ziel von jedem Sportler halt, Olympia zu touren, von jedem Profisportler. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt mal für unsere Zuschauer, wo kann man dich denn mal turnen sehen? Puh, gute Frage. Also wenn ich mal auf Wettkämpfen bin, dann wird es auch auf YouTube ausgestrahlt. Also dann Noemi Peschel in YouTube eingeben und ja. Dann könnt ihr sie sehen. Ja, herzlichen Dank für das Interview, für die Zukunft und dann auch schon für Tokio natürlich. Alles Gute. Und auch an euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Klickt euch beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Tschüss und bis bald.